Gut. Scheiße. Wo kommst du denn her? Das hört sich nicht gut an. Er hat mich gefühlt. So, jetzt gehen wir mal schnell was. Da hat mich gefreezt. Mal schnell was trinken. Ich, ja. So, wie schaut's mit den Feldern aus? Ja, mein Freund, Mittling. Du nicht! Mittling, Mittling, Mittling. Sehr schön. Boah. Was denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Das war jetzt eine ganz knappe Geschichte. Wegen was? Ich hab ein Eiswiefern am Puppe gehabt. Oh, Also so richtig, ja, richtig kuscheln. Der mich noch... Ja! Also so richtig. Micha, wo soll ich denn das Öl hinpacken? Ja, im Brennofen würde ich sagen, weil in Räucherofen habe ich vorhin die ganze Zeit alles reingepackt. Im Brennofen, okay. Also in Schmelzofen, da wo wir halt Benzin herstellen. Ja. Also 776 habe ich jetzt mitgebracht. Ja, ist doch cool. Sollte eigentlich fürs Erste reichen, oder? Ja. Wie gesagt, wenn es hinten aus dem Tor rausgehst Richtung See, da siehst du dann einmal unser Gewächshaus, unser kleines, feines. Ja, Moment, Moment. Adunkton, Mahlzeit und herzlich willkommen. Endlich im Torhaus am See. Hab ich jetzt gar nicht in den Drache, ne? Ein mieses Ding. Warum bist du eigentlich hier nicht durchs Tor geflogen? Hat er unser Tor nicht gefallen hier hinten? Wow. Sehr schick. Da haben wir Zwillinge an Drachen, kann das sein? Nee, nicht ganz. Die Flügel sind. Flügelspitzen sind braun. Oh, schade, da geht keine Platte hin. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn das noch geklappt hätte. Der Treibhauseffekt ist ja da, ne? 300%. Ja. War ja auch wichtig, dass es da ist. Ui, was haben wir denn da unten? Ach, das ist der. Wie heißt der? Iguanodon. Haben wir da unten einen kleinen 30er. Hä? Ein Iguano. Okay. Ein Iguanodon haben wir da unten. Mhm. Mittling. Ach so, und hier, Scher, hier hinten hier hinten am Tor ist dann der Früchtesammler für draußen. Hier hinten. Moment. Der sammelt dann automatisch das von da draußen, sammelt er das ein. Ah, wie ist das denn? Das heißt, wir brauchen gar nicht raus. Nee, gar nichts. Nur an das Ding hin. Geil, und das Zeug rein rausholen und fertig. Also okay. Uns Gewächshaus, das läuft ja automatisch. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Warte mal, mein Mann hat gerade gefragt, er hat noch so einen Früchtesammler gebastelt. Heißt, der sammelt das, was draußen im Gewächshaus wächst. Sammelt der da ein. Hammer. Schau mal her, kannst du. Die Ernte. Komm mal her, hier. Ella zu mir. Warte, Micha. Ach, so wie ein Gärtner ist das, Schatzi. Genau, so in der Richtung.
wenn du mal zu mir hochkommst. Scher, wir haben hier, ich hab hier nämlich auch einen stehen. Ja, okay. Und schau mal rein. Ich schau mal rein. Wow. Weißt du, wo der sammelt die von oben vom Dach oben. Okay. Also du siehst, wie weit es ist. Und alles, was jetzt oben auf dem Dach jetzt in den Beeten so fertig geworden ist, hat er hier schon eingesammelt und ist da drinnen. Das ist schön. Also du hast halt permanent, die kannst du 100 Jahre laufen lassen. Die wird sich immer wieder die auffüllen. Aber das läuft trotzdem, aber steht da über 3 Tage. Ja, ja. Nein, in 3 Tagen kannst du ja so. Oh nee, 3 Tage? Ja, ja doch, 3 Tage, in, ne? In 3 Tagen. 3,742. Ja. Ja, 3 Tage. In der Zeit kannst du ja sagen und Eierchen lernen eigentlich. Warte erst mal ab. Du, es gibt hier einen total geilen Kühlschrank noch. Ich bin ja noch nicht fertig. Die Küche ist noch nicht fertig. Wenn ich den Kühlschrank gebaut habe, da gibt es ein Eisfach. Und wenn ich in das Eisfach das Gemüse reinige, dann hat das 3000 noch irgendwas Tage, bis eins kaputt geht. Boah. Also, da gibt es ein paar geile Sachen noch bei dem Mod. Aber das so weit sind wir halt noch nicht. Das ist halt unser Problem. Nee. Aber wir kommen langsam. Was steht denn jetzt an? Was soll ich machen? Alles. Hab dich auch lieb, Micha. Hab dich auch lieb. Ja, sammeln. Wir brauchen noch Perlen, wir brauchen noch total viel Zeug. Also Perlen wäre zum Beispiel ganz gut. Damit wir hier endlich mal Beleuchtung reinkriegen in die Höhle. Perlen. Hast du eine bestimmte Stelle von Perlen gehabt? Oh ja. Hier? Du weißt doch, wo unsere alte Base ist. Ja. Ja, und da wenn du doch nicht zu unserer Base hinterfliegst, zu der neuen, sondern den Berg rum auf der anderen Seite rum. Da kommen dann so Steingebilde. Das, was du schon mal im Video gesehen hast, wo total viel Metall und so war. Also Gott, quasi schön, ja, komm mit, geh mal mit. Zu Fuß. Geh mal mit zu Fuß. Schön, ja. Also zu Fuß gehen. Hier, geh mal mir hinterher zu Fuß. Schön, ja. Okay, ich komme. Ich stell mich jetzt genau in die Klippe. Ja. Und genau in die Richtung, wo ich jetzt schau. Wo der rote Strahl ist, oder? Ja. Also der Strahl links wäre dann links von dir. Du fliegst einfach gerade durch. Und da, okay. Da kommt dann, da kommt halt ein bisschen seichteres Wasser und da sind halt ganz, ja, was heißt seichter? Da sind halt, Perlen im Wasser. Musst okay. aber. Viele Haie sind nicht da, viele Mantas auch nicht, aber mich haben die zwei Mantas, was das sind, haben mich schon gekillt heute mal. Okay, gut. Also am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir uns mal einen Hai oder was tamen, da aufräumen und dann einsammeln. Das glaube ich wäre am vernünftigsten, aber ich gehe nicht ins Wasser, interessiert mich deswegen nicht. Also ich bin zwar schon ins Wasser dabei, damit wir unsere Fernbedienungen kriegen, aber so ein Pich bin ich nicht, ins Wasser zu gehen. Nee, da gibt's jemanden anders, der gerne ins Wasser geht. War nur im Spiel, Realität nicht wirklich. Ja, in der Realität gehe ich noch mehr ins. Da gehe ich richtig ins Wasser. Da kriegst du mich gar nicht mehr raus. Ich liebe das Wasser. Ich bin Krebs. Ich bin Krebs vom Sternzeichen. Das sagt eigentlich schon alles. Links vom roten Strahl, hast du gesagt. Ach. Augenblick. Gesundheit. Ja, jetzt bereite ich erstmal komplett nach rechts.
So, ich werde dann, wenn du jetzt beim Perlen machen bist, dann werde ich jetzt unser Anglerhäuschen dann demnächst bauen. Super, perfekt. Weil da habe ich gerade so richtig. Machen wir auch mal einen geschmeidigen Tag. Da habe ich gerade so richtig Bock drauf, das zu bauen. Ja, dann mach doch. Alles gut. Mach ich jetzt dann auch. Aber was drinne ist? Ja, das Einzige, was halt dann problematisch werden wird, wie komme ich ans Baumharz? Weil Baumharz Wüste, weißt ja. Ah nee, Baumharz Redwood Biom. Ja, da kannst du dir aber so einen komischen Zapfhahn machen, ja. Oder? Ja. Leichtes Gewässer. Aber an Elektronik kommen wir trotzdem nicht dran vorbei, dass wir hier mal ein bisschen Beleuchtung reinbringen. Dann müssen wir. Da rennt wieder ein Alpha rum. Und ich muss natürlich dann hier auch noch weiter mal ausbauen, weil ich möchte ja in die eine Nische hinten, möchte ich ja die Zuchtbox reinbauen. Okay, ich sehe jetzt hier gerade gar nichts an Perlen, bin ich doof? Im Wasser muss schauen, die schimmern. Ja, das ist mir schon klar, dass die schimmern. Hm. Aber... Ja, du wirst schon nur ein bisschen weiter vorfliegen müssen. Also da, wo richtig die Felsen aus dem Wasser rauskommen. Nirito, ja, Mahlzeit und herzlich willkommen. Da bin ich ja, mein Lieber. Da bin ich. Ja, aber dann bist du total blind, Held. Also ich bin da heute hingeflogen, da habe ich 20, 30, 40 Flecken gesehen, wo man Perlen kriegt. Aber halt nicht gerade ungefährlich da. An manchen Stellen. Das ist ja wohl dann auch klar, oder? Ja. Es ist nicht viel los, aber das, was da ist, das reicht schon. Besten wäre es wahrscheinlich sogar ein Saku und dann mit dem Saku rein und dann alles wegknatzen. Mit Kroko, mit dem großen. Oder eine Tante Agathe. Eine bitte was von? Eine Tante Agathe. Weiblicher Spino. Ja, Spino heißt bei mir immer Tante Agathe. Weiblicher. Das ist wie beim Pitti, beim männlichen. Vogelgrippe. Ah, ja. Immer. Ah, guck mal an. Ich hab's gefunden. Sag ja, da, und viele, gell? Das wimmelt da so richtig. Wow. Wer ich mir jetzt mal. Problem ist, wenn ich so viel Zeug mitnehmen. Ja, am besten wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn wir uns da hinten mal ein Floß bauen. Vom Floß runterspringen. Also direkt drüber fahren, runterspringen, hoch und dann bist du auch gleich wieder aus dem Wasser draußen. Und alles abfahren, das kostet ja nicht viel. Das ist ein bisschen Holz und ein bisschen Leder und Fasern, was das Boot kostet. Das ist ja gleich, das haben wir ja schon alles 100 Mal da. Warte, am Gucken her, im Dunkeln sehe ich nicht gleich immer alles, weißt du? Ja, aber gut, im Dunkeln wird es natürlich auch die, siehst aber halt die Perlen besser. Durch das ja aufblitzeln. Werde ich nicht wieder hochkommen? Warte noch. Aber so wirklich viel bringen uns die Dreckschleuder auch nicht. Mal her hier, Mäuschen. Ich hab gesagt, hier runter.